Münchner Norden liegt unsere Stadt, die starke Fußballspieler hat. In Garching spielt der VfR, für ihn schlagen Herzen immer. Herzlich willkommen beim VfR TV, heute mit einer Sondersendung. Ich darf begrüßen Daniel Müller. Hallo Daniel. Hallo, freut mich hier zu sein. Daniel, dich kennt leider keiner. Du bist neu zu Gang, heute quasi dein erster Tag. Wie schaut's aus? Erzähl uns mal ein bisschen von dir. Ja, mein Name ist Daniel Müller, ich bin 23 Jahre alt, komme ursprünglich aus der Jugend von Eintracht Frankfurt, bin da fußballerisch ausgebildet worden, komme auch aus der Umgebung, man hört es vielleicht ein bisschen am Dialekt. War jetzt ein Jahr in Schweden vom Studium aus, habe da ein bisschen Fußball gespielt, mich fit gehalten in der dritten und vierten Liga. Und wie ist die schwedischen Ligen? Sind die vergleichbar mit welcher Liga bei uns in Deutschland? Ist schwer vergleichbar. Also im Amateurbereich kann man sagen, kann eine Liga runtergehen. Ja. Also die dritte Liga da ist wie unsere Regionalliga, kann man sagen. Aber es wird alles halt meistens nur auf Kunstrasen gespielt. Das ist so ein bisschen der feine Unterschied. Und auch die Spielweise ist ein bisschen anders. Alles ein bisschen körperbetonter, athletischer. Aber die sind taktisch nicht so gut ausgebildet wie hier in Deutschland. Und jetzt hast du dich für den VfR entschieden. Warum? Warum? Der VfR hat mir sofort deutlich gemacht, dass hier eine Perspektive da ist, mich fußballisch weiterzuentwickeln, wieder den Spaß am Fußball gewissermaßen zu finden. Mir gefällt das familiäre Umfeld hier sehr gut. Und von daher gab es für mich überhaupt keine zwei Meinungen. Ich war sofort einverstanden und habe dem Daniel Weber sofort zugesagt, als das Angebot gekommen ist. Also du warst Feuer und Flamme, wie es so schön heißt. Was für Ziele hast du für diese Saison? Persönlich erstmal wieder reinkommen. Ich habe jetzt den Sommer über nicht mit der Mannschaft trainiert, habe mich persönlich selbst fit gehalten und will jetzt erstmal wieder Fuß fassen, an die Mannschaft näher ranrücken, um dann irgendwann auch weiterhelfen zu können. Und das Ziel mit der Mannschaft ist natürlich der Aufstieg in die dritte Liga. Okay, dann würde ich direkt sagen, damit die Jungs auch wissen, die Fans eher gesagt, damit sie auch wissen, wo du oder welche Nummer du hast, würde ich dir einmal offiziell das Trikot einmal übergeben, wenn du einmal kurz mithältst. Ja. Perfekt, das wäre die Nummer 18, aber wir haben ja noch einen zweiten Zugang. Ich sage erstmal Danke an dich und würde jetzt gerne den Thomas herbitten. Ich bedanke mich erstmal für das Interview. Ah, Thomas, hallo, grüße Servus. Dich. Thomas, auch an dich. Stell dich mal ganz kurz vor, erzähle mal kurz, wer du bist, wo du herkommst. Ich bin Thomas Zieger, ich bin 20 Jahre alt, habe die letzten 4 Jahre für Bayern München gespielt und jetzt bin ich gerade aus Regensburg zurückgekommen. Und genau. Perfekt. Was wir jetzt bei Daniel vergessen haben, nur für die Fans nochmal, er ist Innenverteidiger. Welche Position begleitest du? Ich bin der neue Torwart. Du bist der neue Torwart. Was für Ziele hast du dir gesteckt für die Saison? In erster Linie möchte ich von der Nummer 1, Daniel Maus, lernen. Ich bin noch ein junger Torwart, habe noch viel vor in meinem Leben, fußballerisch gesehen. Und genau, da ist Daniel ein schönes Vorbild. Perfekt. Und warum VfR? Ja, es, wie der Kollege schon gesagt hat, ist ein super familiäres Umfeld, gleich alles sympathisch gewesen. Ich wurde direkt aufgenommen, wo ich vorgestellt wurde. Und genau, und das Konzept von Daniel Weber, es gefällt mir auch sehr gut. Mhm. Ich habe mich lange mit ihm unterhalten und habe dann auch eigentlich direkt zugesagt. Ja gut, du hast ja 2 Daniels plus den Abend noch, wo du ja noch viel lernen kannst. Und herzlich willkommen auch, herzlich willkommen natürlich an unseren Daniel. Ich würde dir jetzt auch gerne offiziell das Trikot einmal überreichen. Perfekt, ich sage Danke an dich und jetzt kommt natürlich unser Trainer noch, Daniel Weber, der noch 1-2 Worte hat. Ja, hallo Daniel, schön, dass du Zeit wieder hast. Wir haben eben gerade den Daniel und den Thomas gehört, 2 Neuzugänge. Fangen wir an mit Daniel, wie kam es zustande? Ja, ich habe eine Nachricht bekommen von ihm, dass er hier studiert in Garching und dass er ja auch hier gedenkt, Fußball zu spielen in München. Und dann haben wir kurzfristig uns unterhalten, ihn zum Probetraining eingeladen und haben gedacht, er könnte ganz gut eine Verstärkung sein. Und dann haben wir kurzfristig das Ganze ausgemacht. Er selber hat gesagt, er war Feuer und Flamme. Also er war sehr positiv angetan von dem Gespräch. Das heißt, wie kam der Kontakt zustande? Hattet ihr früher schon Kontakt? Kennt ihr euch schon oder... Nein, überhaupt nicht. Wie gesagt, Daniel war die letzten 2 Jahre in Schweden zum Studium, ist vorher bei Eintracht Frankfurt ausgebildet. Ich hab ihn gar nicht gekannt
Habe seine Vita halt gelesen dann im Internet und dann hat man ein sehr angenehmes Gespräch. Zweimal. Einmal war im Probetraining ohne mich da, wie ich bei der A-Lizenz noch war. Und die Jungs waren schon alle sehr angetan von ihm. Und dann haben wir noch ein abschließendes Training gemacht, wie ich wieder da war und ein Gespräch geführt. Und es war sehr positiv. Und dann haben wir schnell gesagt, dass das wahrscheinlich Sinn macht für uns. Wir haben zurzeit nur zwei Innenverteidiger. Also wir brauchen da dringend Verstärkung. Mhm. Und dementsprechend schauen wir mal, was er dann zu bieten hat in der Saison noch. Er war ja selber Feuer und Flamme. Ich weiß nicht, was du ihm gesagt hast, aber er sagte als Ziel selber persönlich, möchte er sich natürlich weiterentwickeln, von der Mannschaft das Ziel wäre Aufstieg in die dritte Liga. Wie siehst du das? Ja gut, in meinen Wünschen kann man sich alles. Aber dann haben wir ein großes Bauprojekt hier vor uns. Na, also muss man ja klar sagen, die Mannschaft macht es zurzeit sehr, sehr gut und ich glaube, unsere Ziele müssen weiterhin, ja, gesittet bleiben und so früh wie möglich die 40 Punkte erreichen und dann schauen wir, was dann noch geht. Aber wie gesagt, für oben langt es niemals. Mhm. Aber ist ja egal, die Jungs brauchen Ziele und die können sich gerne stecken, wo sie möchten. Gut, du bist der Realist, du weißt, was du am Ende haben willst. Das ist dasselbe, was wir auch wollen, den Klassenhalt so schnell wie möglich. Kommen wir kurz zum Thomas. Thomas, dritter Torwart, er selber hat bei Bayern unter anderem gespielt. Wie kam da der Kontakt zustande? Ja, ich kenne Thomas schon was länger. Ich habe seine Laufbahn auch in der Jugend verfolgt, weil hier im Münchner Raum kennt man die Jungs ja. Und dann muss man einfach sagen, wir haben jetzt ein Problem gehabt, der Seufi ist weggegangen, Abend hat sich schwerer verletzt. Wir mussten dringend was tun auf der Torhüterposition, damit nicht ich am Schluss wieder auf der Bank sitzen muss. Also wäre aber auch sehr nett. Ja, nee, wäre nicht mehr nett. Ich glaube dann, so wie vorgestern, eine rote Karte für den Daniel und ich stehen dann in der Hütte und dann macht man sich nachher nur lächerlich, das möchte ich auch nicht. Das heißt, jetzt haben wir gehört, wie der Kontakt zustande gekommen ist. Was erwartest du aber von beiden? Ich erwarte, dass sie sich schnell in die Mannschaft integrieren. Ich glaube, zu große Erwartungen sollte man von Spielern, die jetzt Ende August in die Mannschaft kommen, nicht stellen. Aber ich erwarte, dass sie sich schnell weiterentwickeln, dass sie sich schnell integrieren und somit der Mannschaft am Schluss helfen, wenn sie gebraucht werden. Wunderbar, dann sage ich danke. Jetzt entlasse ich dich wieder zum Training, damit die Jungs noch ein bisschen trainieren können. Wir würden uns natürlich freuen. Am Samstag geht's nach Fürth. Wer dabei sein will, meldet euch frühzeitig an. Ansonsten denkt dran, 10.9. Bayern München ist bei uns. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao.